wird. Aber der ist dann auch genauso schnell wieder weg. Also die Erregungskurven sind da ja sehr eng und hoch. Und das hat sich, glaube ich, verändert. Früher hat es, glaube ich, ein bisschen gedauert, bis das dann in den Medien angekommen ist. Dann hielt es sich vielleicht auch länger. Und heute ist das alles viel, viel schneller. Also heute kann man auch mal ruhig einen Satz daneben sagen. Es ist dann nach 2 Tagen auch wieder vergessen. Also eigentlich muss man heute auch nicht mehr Angst haben davor. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen wirklich mehr Angst davor haben. Also da braucht man ja, glaube ich, nur Twitter und Facebook angucken. Und dann sieht man ja, wie teilweise klar und dezidiert sich da geäußert wird. Ich glaube, in der Klarheit haben wir es vor einigen Jahren nicht gehabt. Nicht vergessen ist auf jeden Fall das kontroverse, politische, teilweise auch wilde Leben, das Sie gehabt haben, Jutta Ditfurth, bisher schon. Jutta Ditfurth kann kräftig austeilen und ist nicht auf den Mund gefallen. Ich fände es nett, wenn da mal irgendwie Gegner dabei wären, mit denen man sich auf einem gewissen intellektuellen Niveau streiten könnte. Ditfurth ist durch und durch politisch eine Kämpferin in der Sache. Schon in jungen Jahren zeigt sie ihre rebellische Seite, streitet oft und gerne mit ihrem berühmten Vater, dem Friedensaktivisten und Fernsehmoderator Heumar von Ditfurth. Später wird sie inspiriert durch die Studentenbewegung der 68er. Sie erregt Aufsehen mit politischen Aktionen und gehört 1979 zu den Gründungsmitgliedern der Grünen. Nach der deutschen Wiedervereinigung kommt es zum Streit über die politische Ausrichtung der Partei. Ditfurth bleibt ihren Grundsätzen treu und unterliegt im Flügelkampf gegen die Realos um Joschka Fischer. 1991 tritt sie aus. Es ist vorbei. Die Grünen sind nicht mehr unsere Partei. Sie erwarten nicht von mir, dass ich mich zu dieser Frau ernsthaft äußere. Die Überzeugungstäterin Jutta Ditfurth eckt weiter an, gibt nie auf, erhebt nach wie vor ihre Stimme als politische Aktivistin und Bestsellerautorin. Als einzige Abgeordnete der Öko-Links-Partei sitzt sie bis heute im Frankfurter Stadtparlament und streitet weiter unermüdlich für ihre Ideale. Notfalls allein auf weiter Flur. Das stimmt ja gar nicht. Neben all dem, was Sie bewegt haben, würden Sie im Nachhinein... Aber ich muss einen Satz dementieren. Ja, natürlich. Weil allein ist ja Quatsch. Ich glaube, das war nur auf das Bild getextet, ja, weil Sie da zufällig allein waren. Allein, das ist doof, allein im Römer zu sitzen. Nee. Klar, aber das ist ein ehrenamtlich kommunales Parlament und meine Hauptsache findet auf der Straße und in intellektuellen Auseinandersetzungen statt. Das ist das Ding. Und da sind immer ganz viele Menschen. Sonst ginge das doch gar nicht, diese Gesellschaft verändern zu wollen. Ich glaube, so einsam haben wir sie auch nicht wahrgenommen. Aber dann ist gut. Das wäre wirklich hart. Wenn wir das alles sehen, was wir gerade noch mal so nacherlebt haben, waren die Grünen, die Sie ja nun mitgegründet, geprägt haben, im Nachhinein auch eine große Niederlage, vielleicht die größte für Sie? Nee, die größte Niederlage ist, dass wir es insgesamt, wir jetzt mal als undogmatische Linke überhaupt gesehen, es bisher nicht geschafft haben, dieser wahnsinnigen Entwicklung dieser Gesellschaft hin zu noch mehr Ausbeutung und Demütigung und Rassismus irgendeine wirklich wirksame Bremse entgegenzusetzen. Und in diesen 40 Jahren, die ich jetzt ungefähr politisch aktiv bin, auf der Straße und mit dem Kopf, ich sage mal, ich bin Intellektueller und Straßenköter, so diese Mischung, in diesen 40 Jahren waren 11 Jahre Grüne dabei. Das war ein Versuch. Und ich finde es toll, dass es ein paar Jahre relativ gut gelungen ist, bestimmte Fragen wie sexuelle Selbstbestimmung, Austritt, also Abtreibungsfrage, Austritt aus der NATO, staatliches Gewaltmonopol, die Frage, ob man überhaupt gegen staatlichen Apparat Widerstand leisten darf und wie man den bitte möglichst klug begründet. Diese ganzen Fragen haben wir in diesen paar Jahren, die gut waren in den 80ern, ja populär gemacht. Und das hat natürlich soziale Bewegung, Projekte, Initiativen, Subkulturen außerhalb dieser komischen Partei, die die Grünen damals waren, auch gefördert. So geht das. Also ich spiele in einem ganz anderen Terrain als in diesen etablierten. Die langweilen mich zugrunde. Ich glaube, Ihre politischen Stationen haben viele im Kopf. Was aber vielen nicht präsent ist, Sie wurden geboren als Jutta Gerta Armgard Freifrau von Ditfurth. Wie klingt das für Sie? Grauenhaft. Grauenhaft. Ja. Blenden wir uns aber mal zurück in das Alter, als Sie so 15, 16 waren. Welches Leben war denn für Sie vorgesehen? Einer meiner ersten Freunde war ein Burschenschaftler. Dann wurde ich auf Adelsbälle geschleppt und meine Familie hat es geschafft. So blöd war ich damals. Ich habe mit 17 Abi gemacht und habe mich dann noch für ein halbes Jahr in ein Internat verschleppen lassen in Garmisch-Partenkirchen. Der Hintergedanke, den ich aber damals nicht begriff, weil ich einfach zu naiv war, war, dass ich bitte nicht auf den Straßen Heidelbergs in den Demonstrationen landen konnte. Aber meine Eltern wussten nicht, dass ich sehr oft die Schule schwänzte und genau dahin ging. So gesehen, ich habe mich relativ lange auf den Kurs, werde ein braves Mädchen und gehe
wie meine Großmutter immer sagte, bleib in deiner Kiste, wenn du mal heiratest. Also standesgemäß der ganze Dünkel, das ganze Menschenbild. Ja, genau. Und irgendwann habe ich begriffen, dass es ein autoritäres Zuchtprogramm ist, an dem ich nicht teilnehmen wollte. Und sind Sie dann irgendwann zu Ihren Eltern gegangen und haben gesagt, ich steige da aus, da bin ich nicht dabei? Oder wie? Ach, das war ein langsamer Prozess. Mhm. Mein Vater ist ja auch eher ein konservativer, aber in einzelnen Fragen aufgeklärter Bürger gewesen. Also es gab schon, ich durfte als Frau, das war in diesen Kreisen nicht unbedingt sicher, studieren, was ich wollte. Also es war auch ein Egalverhältnis, weil sie heiratet, ja doch. Aber ich durfte studieren und damit war, sobald ich von zu Hause aus diesem Internat weg war, war meine Abenteuerlust grenzenlos und die Wissbegier auch. Und das heißt, ich habe in Schottland gelebt, zufällig in Glasgow, als da gerade der große Bergarbeiterstreik war. In diesem Jahr habe ich zugesehen, wie eine Regierung gestürzt wurde. Das fand ich ziemlich faszinierend. Dann habe ich eine Zeit lang in Detroit gelebt und gearbeitet. Da bin ich mehr durch Zufall hingeraten. Und das war die Zeit, wenige Jahre nach den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, als aus Flugzeugen Viertel schwarzer Bevölkerung sozusagen beschossen wurden, weil es Black Panther und Black Power Bewegung gab. Und einige von denen habe ich kennengelernt. Das heißt, ich bin immer mit einem hohen Maß an Neugier und habe mir auch nichts dabei gedacht, nachts durch Manhattan zu laufen. Und alle haben gesagt, das ist diese verrückte Deutsche. Aber es ist auch nie was passiert, weil es gibt so unglaublich viel nette, freundliche Menschen. Deswegen, wenn man immer nur auf die bösen und auf die finsteren Geschichten und auf die angstmachenden Sachen stützt, dann traut man sich ja gar nichts. Konnten Sie sich eigentlich so von einem Tag auf den anderen dann auch loslösen von dem? Nee, ja? Das war ein langsamer Prozess. Ja. Also den kann man hier nicht erzählen. Eine Talkshow ist nicht der Rahmen dafür. Mhm. Aber ich kann nur sagen, es gibt nicht einen Punkt, es gibt sicher viele kleine, wo ich sage, an diesem Tag habe ich irgendwas begriffen. Auch wenn ich erst später begriffen habe, was ich da begriffen habe. Aber es gibt keinen zentralen Punkt oder so. Sondern es gibt so ein schleichendes Ding. Also in der Volksschule, so hieß das damals noch, mitzukriegen, dass ich als arme Flüchtlingstochter, aber eines Arztes, natürlich aufs Gymnasium durfte, wo ich gar nicht so gut war, weil ich sehr faul war. Aber meine viel bessere, in der Schule bessere, fleißigere Freundin durfte nicht aufs Gymnasium, weil ihre Mutter war alleinerziehend und Arbeiterin und man wusste nicht, wo der Vater war. Das waren Zustände, die haben mich wahnsinnig gemacht, aber hilflos. Und ich habe mir irgendwann überlegt, man muss doch Mittel finden, um solche Ungerechtigkeiten zu verhindern. Und andere Sachen waren, gehen Sie mal auf einen Damenabend einer schlagenden Verbindung, wie da über Menschen geredet wird, die nicht zum Stand gehören. Da können Sie entweder entscheiden, ob Sie genauso ein Arschloch werden wollen oder dazugehören, davon profitieren, von dem tollen Netzwerk. Ist ja viel Zugang zur Macht, zur Verbindung, zu hohen Einnahmen. Oder ob sie doch lieber zu denen, die sich da auf der Straße rumtäuschen. Und ich war zwar zu jung für die für die APO und Studentenbewegung, aber ich habe die so als meine großen Brüder und Schwestern verstanden, mit allen Fehlern, die sie auch machten. Die haben mich letztendlich gerettet. Wenn Sie das so im Rückblick sehen, würden Sie irgendwann sagen, ich war in Momenten auch zu provokativ, zu querulant? Nein, ich bin immer nur unzufrieden, wenn ich denke, oh, da warst du zu feige und da warst du nicht deutlich. Also andersrum. Da hast du gekniffen oder hast zu lange gebraucht, bis dir das richtige Konter eingefallen ist. Kann man zu querulantisch sein, Herr Altmann? Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Man kann ja nicht zu kritisch sein. Kritisch sein heißt denken. Mhm. Es gibt so, ich glaube schon, mir gefällt das sehr gut, was Sie sagen, nur es gibt so eine feine Grenze, da könnte dann der Humor manchmal helfen, ja, damit es nicht so verbiestert wird und so. Wir mögen alle Leute, die eine gewisse Coolness haben und für ihr Ding eintreten. Das ist sehr gut und nicht nachplappern, keine Sprache. Aber manchmal, gerade in Deutschland, schlägt es dann so ein bisschen und dann wird es... Muss es nicht. Aber wenn ich mich gerade mit dem Nazi... Ich kenne Ihre Karriere nicht so gut. Ich habe kein Urteil über Sie. Aber es gibt dieses Klischee über mich. Aber wenn ich mich gerade... Es gibt ja verschiedene Situationen. Also ich finde es wahnsinnig gut, in einem Parlament provokativ zuzuspitzen und durch einen bestimmten Witz, geht nicht immer an einer bestimmten Stelle, sozusagen dazu beigetragen, dass irgendwie so ein Schleier von Vernebelung gelüftet wird und plötzlich Erkenntnis da ist. Also Aufklärung heißt ganz verschiedene Methoden benutzen. Mhm. Und es gibt Situationen, wo ich mich mit Nazis rumkeilen muss, wo ich leider keine Zeit habe, mir einen guten Witz auszudenken, weil es darum geht, jemanden zu schützen oder möglichst schnell abzuhauen. Wir haben das hängt ja davon ab. Ich glaube, wir haben in einer bestimmten Generation auch noch dieses Blick einer Jugend, die aufbegehrt, die sich wehrt gegen die letzte Generation. Und viele haben, was die heutige Jugend angeht, eher so das Gefühl, sie ist angepasste. Ist es so? Finde ich nicht. Finden Sie auch nicht? Nee, finde ich nicht. Ist es so, was sagen Sie, Herr Hitzler? Oder hat es einfach nur eine andere Form gefunden? Andere Form.
Ja? Andere Formen. Welche? Ja. Es spricht sehr für Frau Ditfurth, dass sie die neuen Formen so anerkennt. Ja. Ich arbeite hauptsächlich mit jungen Leuten zusammen. Meine eigene Generation, die kannst du ja in Teilen vergessen. Trotzdem, aber ich meine, ich darf ja trotzdem für sie sprechen. Aber so rebellische Jugendmilieus oder Subkulturen waren in ihrer jeweiligen Generation immer eine Minderheit. Und wenn sie Glück hatten und die zeitlichen Umstände und die gesellschaftliche Entwicklung dazu kamen, dass sie mehr werden konnten, weil sie sich vielleicht auch klug vorbereitet hatten, wie der SDS in seiner frühen Phase, dann konnte mehr draus werden. Aber es hat immer auch die ehrenwerte Arbeiterbewegung, hat immer mit Minderheiten in dieser Gesellschaft angefangen. Und das ist heute auch nicht anders. Aber findet das heute auch einen anderen Ausdruck? Also findet Protest vielleicht auch teilweise von Nerds im Netz statt, also die man als Nerds bezeichnet und nicht mehr so nur bei Demonstrationen? Nur die fallen nicht so auf. Also das ist immer, die Frage ist immer, wer fällt ins Auge? Ja? Und wir achten natürlich auf Figuren, die etwas machen, was spektakulär ist und zum Hingucken reizt. Und Jugendszenen, Jugendkulturen sind per se natürlich exotische Minderheiten, also Hingucker. Ja? Aber ich denke schon, es gibt ganz viele nicht zu solchen Kulturen gehörende Leute, die durchaus politisch engagiert sind, nur in Formen, die sind manchmal etwas schwer nachzuvollziehen. Also ich glaube sehr fest daran, aufgrund meiner eigenen Entwicklung und Beobachtung von anderen Milieus, denen ich auch nicht angehört habe, dass es insgesamt sehr notwendig ist, dass politische Widerstandskultur, linke, emanzipatorische, eigenen Ausdruck von Sprache, von Musik, von Kunst, von allem Möglichen brauchen. Und je länger sie das bestimmen und bei sich behalten und so definieren, dass es nicht kommerzialisierbar ist, umso besser. Haben Sie Ihren Kern behalten? Immer? Na, wenn nicht, dann würde ich mich jetzt erschießen wahrscheinlich vor laufender Kamera. Das kann man selber immer sehr schlecht beurteilen, weil natürlich sind wir alle, wie vorhin schon gesagt wurde, verwickelt in die stinknormale Welt. Zahnarzt war ein wunderbares, gemeines Beispiel. Da muss ich demnächst hin. Oder andere Probleme, die man hat. Man kann sich ja nicht wirklich aus dem Alltag ausklinken und auch das mit dem Auswandern ist immer nur eine begrenzte Freiheit. Das heißt, es gibt immer eine Seite, in der man funktioniert, weil man Geld verdienen muss, weil man krank wird, weil man sein tägliches Leben organisieren muss. Das ist bei allen Menschen ziemlich gleich. Von außen betrachtet, wenn Sie sich immer treu geblieben sind, dann wissen Sie ja auch die Überzeugung, für die Sie eintreten. Da werden Sie in denjenigen, die Ihnen da nahestehen, eigentlich auch immer Applaus bekommen. Kann das auch gemütlich sein? Also ich kann mit dem Wort Treue nicht so viel anfangen. Ja. Ich halte viel von Freundschaft und vielen Loyalität Inhalten gegenüber. Mhm. Aber Treue hat so einen moralischen Aspekt, den ich einfach nicht für mich bewerten kann. Wenn Sie in Ihren Inhalten konstant sind und nee, die entwickeln sich weiter, sonst wäre ich ja irgendwann mal stecken geblieben. Und was ist das, was Sie heute antreibt? Also was mich antreibt, ist, das in einer Talkshow sagen, klingt irgendwie auch merkwürdig. Aber es ist einfach wahr. Was mich antreibt, ist die feste Vorstellung davon, und das ist die Sinnbestimmung, die ich für mein Leben mache, die feste Vorstellung davon, dass alle Menschen sozial gleich sein müssten. Nicht nur irgendwie bürgerlich-demokratisch gleich, sondern auch so materiell gleich, dass sie die Chance hätten, sich mit all ihrer Unterschiedlichkeit und ihrer Andersartigkeit frei zu entfalten. So, wenn ich diesen Satz sage, wo dann vielleicht einige noch nicken, weil es so schön klingt, dann ist das aber gleichzeitig, wenn man es politisch versteht, eine grundsätzliche Kampfansage für die herrschende Ordnung in dieser Gesellschaft und für Werte, für die Frau Suding steht und für zig andere Geschichten, weil da ist nichts drin mit Privatisierung, mit Erfolg, Leistung, Konkurrenz und jeder kann sich ja durchsetzen, wenn er nur will. Das ist alles Quatsch, weil die Menschen sind empfindlich, sie sind zart, sie sind in unterschiedlichen Verfassungen, sie haben unterschiedliche Entwicklungsphasen. Und deswegen muss es gesellschaftliche Gefüge geben, in denen diese Menschen trotzdem alle die gleiche Chance kriegen. Und nicht nur auf einem gewissen Level, sondern tatsächlich wirklich sozial. Und also, auch eine solche Kampfansage muss Platz haben in einer Talkshow wie dem Nachtcafé. Dankeschön. Jutta Ditzwurth. Das ist noch keine Kampfansage. Und ich glaube, ich weiß, vielleicht sind wir da auch gar nicht so weit auseinander. Doch, aber bitte. Mir geht es. Bitte, ich glaube, Sie haben. Ehrlich, ich meine das nicht böse, aber ich glaube, Sie aber haben was gar Sie nicht gerade, was Sie gerade zitiert haben, das waren wirklich Floskeln. Das fand ich ganz, ganz furchtbar. Was Sie da jetzt gerade mit Ihrem Privatisieren. Und das ist doch wirklich. Also, was soll das denn? Es geht doch wirklich darum, und da haben Sie sich auch gerade widersprochen. Es geht doch darum, dass die Menschen unterschiedlich sind. Das haben Sie doch gerade auch betont. Und deswegen müssen wir doch als Gesellschaft darauf achten, dass die Menschen in ihrer
Unterschiedlichkeit ihre Chancen nutzen können. Und das heißt niemals, dass hinterher alle gleich sein müssen. Wenn wir glauben, alle müssten irgendwie gleich sein, müssten auch auf dem gleichen Niveau sein, dann tue ich das den Menschen doch... Das hat sie aber nicht gesagt. Das hat sie aber gesagt. Dann ist es doch zutiefst ungerecht. Genau, es geht um die Chancen, aber es geht nicht darum, dass am Ende alle irgendwo materiell gleich sein. Das hat sie ja wörtlich so gesagt. Das halte ich für wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe gesagt, die Voraussetzung für Menschen müssen so sein, dass sie soziale Gleichheit haben. Ich rede nicht davon, dass... Nein, es hat gar keinen Sinn mit Ihnen. Wir brauchen Chancengerechtigkeit für jeden Einzelnen. Darum Sie muss es gehen. Sie meinen nur Leistung und Erfolg und das für kleine Gruppen. Schon wieder auf die Floskeln, da kommen Sie Ich zitiere aus Ihren Interviews, dann müssen Sie einfach überlegen, was Sie sagen. Das sollten Sie noch mal nachlesen. Danke, nein. Also man sieht, eine große Unterschiedlichkeit hat hier auf jeden Fall in dieser Runde Platz. So oder so, wie man auch die politischen Überzeugungen interpretiert. Wir haben Gäste hier in dieser Runde, die die Gefahr suchen, aber niemanden gefährden. Dazu gehören Sie, dazu gehören auch Sie, Herr Emanuele, auch wenn Sie unterwegs sind, Herr Altmann. Es gibt aber auch jemanden, der hat auch schon andere in Gefahr gebracht, Herr De Lorenzo. Sie haben zahlreiche Straftaten begangen, unter anderem Körperverletzung, Zuhälterei, Menschenraub und Erpressung. Wie haben Sie das damals vor sich selbst gerechtfertigt? Ich bin drei vorbestraft oder so. Nee, aber wie haben Sie das vor sich selbst gerechtfertigt? Ja, das kann man jetzt nicht nur in einem Satz sagen. Dazu gehört ja eine Entwicklung. Das ist dann so rausgerissen. Ich bin ja in dieser Subkultur gelandet, aus einer Täuschung heraus, um neuen Platz zu finden. Dann kommen wir auf diese Entwicklung. Ne? Es heißt, Sie sind als Kind relativ unauffällig groß geworden. Dann gab es Probleme in der Familie. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Jetzt soll man vorsichtig sein, glaube ich, vor so einfachen Deutungen und Erklärungen. Aber was sagen Sie selbst? Was hat Sie auf die verkehrte Spur gebracht? Auf die falsche Spur? Genau, deswegen, das kann man nicht in zwei Sätzen beantworten. Wie gesagt, ich hatte ja meine Trennung meiner Eltern halt, das was für mich sehr schlimm war, weil der Wohnort war halt unterschiedlich, 30 Kilometer Entfernung. Ich habe die Schulen gewechselt hin und her. Ich habe also so keine Ruhe mehr innerlich gefunden und bin dann auch zweimal sitzen geblieben. War ja nicht gut in der Schule, hatte auch eine gymnasiale Empfehlung gehabt, bin dann auf der Realschule gelandet und dann irgendwann auf der Hauptschule. Und ich war dann in der 10. Klasse, wollte einen Realschulschluss machen, da war ich 18. Ich habe mich dann schon zur Musterung gemeldet, weil ich gesagt habe, ich muss hier weg. Also die einzige Möglichkeit natürlich für einen jungen Mann war natürlich damals, wo es die Wehrpflicht noch gab, komm, dann zieht mich und geht's los. Und dann bin ich dann halt zur Marine, habe mich halt auch genommen. Und das war für mich halt so, da war alles geordnet. Alles, was zerrüttet war, da war es geordnet. Da haben sie mir gesagt, geh links, geh rechts, ja, leg dich hin, schlaf ein Licht aus. Und also so eine Ersatzfamilie so ein bisschen? Ganz genau, ja. Und das war halt, äußere Ordnung bringt innere Ordnung. Und das war erstmal, um mich erstmal wieder selbst zu finden, um natürlich erstmal zur Ruhe zu kommen, war das natürlich hervorragend. Hab natürlich was gefunden. Ich habe Militär geliebt, muss ich dazu sagen, die Strukturen. Und bin dann halt auch sehr erfolgreich geworden, sodass mir dann empfohlen wurde, durch meine Leistungen, ich habe internationale Wettkämpfe gemacht. Und dann, als Kampfschwimmer auch? Nee, da habe ich mich dann beworben hin. Und aus über 1000 Leuten, die sich beworben haben, werden dann nur 50 genommen. Und ich wurde dann zugelassen für die Waffentaucher-Ausbildung. Und da war ich natürlich stolz und da habe ich meine ganze Energie reingesteckt. Da habe ich halt auch Extremsport gemacht. Also das liegt dann, ne, also man hat ja auch mindestens 20 Kilometer gelaufen. Danach ist man 7, 8 Kilometer mehr geschwommen. Zwischendurch 2000 Liegestütze etc. Das war an die Grenzen gehen. Es war eine Ersatzfamilie. Dann kam aber irgendwann ein Autounfall und eine schwere Verletzung. Und dann mussten sie raus. Richtig. Warum war das so ein einschneidendes... Ja, ich habe ja einmal meine Familie verloren in der Struktur, was sich eigentlich jedes Kind wünscht, eine heile Welt. Ne? Das wurde alles einmal zerbrochen. Und da, wo ich die neue Familie gefunden habe, weil es ja auch eine kleine Gruppe ist, die dort zusammengeschweißt agiert, familienähnlich. Und das wurde mir dann genommen halt. Ich habe beim Autounfall dreimal die Wirbelsäule gebrochen, bin eingeschlafen am Steuer am Weg zum Dienst. Und Gott sei Dank wieder voll genesen. Das war halt ein bürokratischer Akt oder ein Verwaltungsakt, die gesagt haben, Mensch, ja gut, der ist genesen, der könnte wieder einsteigen, aber springt er jetzt noch mal aus dem Hubschrauber oder aus dem Flugzeug dann ist er wirklich querschnitt gelähmt, dann müssten wir als Bundeswehr natürlich dann bis ans Lebensende, und ich war ja Anfang 20, also noch sehr jung, es wäre so sehr lange, wären sie zahlungsverpflichtet verpflichtet gewesen. Und da hat man gesagt, nee, dann gehen Sie jetzt mal. Und das war das zweite Mal, dass mir jemand meine Familie irgendwo weggenommen hat. Ja, und das war dann für mich wieder völlig desorientiert. Ja, was macht denn jetzt jemand, der jetzt Schiffe sprengen kann und tauchen kann und mit Waffen umgehen kann und mal Kampfsport gemacht hat? Sie sind Türsteher geworden. Das war schnell übersprungen. Ja, aber sag ja, wir müssen das ein bisschen komprimieren, ist klar. Ich
Ja, aber klar, ich bin dann zurückgekommen in meine Stadt und klar, ich habe erstmal im Sicherheitsdienst natürlich irgendwo dann halt meine Berufung versucht zu finden. War natürlich nicht so ganz einfach, weil ich natürlich auch sehr enttäuscht war. Ich habe sehr viel Wut in mir getragen halt, weil für mich war der Staat plötzlich, der hat mich fallen lassen, hat mir keine Chance gegeben. Und habe das alles, meinen ganzen Zorn darauf projiziert eigentlich. Ne? Also Bundeswehr, Polizei, das war alles für mich ein Sums. Also möchte ich nichts mehr mit zu tun haben, weil so war. Habe natürlich dann halt irgendwann als Türsteher auch gearbeitet, habe in den Situationen, wenn es dann halt mal zu Sachen, Auseinandersetzungen kam oder Momenten, wo man halt eingreifen musste, natürlich dann wahrscheinlich überreagiert oft. Also Sie waren eher einer, der draufhaut? Genau, ich habe nicht viel gesprochen dann. Ich habe dann halt, ich war also kommunikativ dann halt nicht so auf der Höhe gewesen. Mhm. Es gab dann eine Rocker-Gang, die Bones, die dann später mit den Hells Angels fusioniert sind. Die sind auf Sie aufmerksam geworden. Was hat Sie denn da dann angezogen? War das wieder so eine dritte Familie oder was ist das, was Sie da angesprochen hat? Ja, natürlich habe ich... Ich wurde eingeladen, auch mal vorbeizukommen und ich habe mir das natürlich angeschaut. Ich habe da natürlich halt, ja, muss ich wirklich sagen, ähnliche Strukturen vorgefunden wie beim Militär, so kann man sagen halt. Es war alles geordnet und es war eine Bruderschaft und eins muss ich wirklich sagen, diese Ehrlichkeit, die dort herrscht untereinander, die habe ich hier in dieser Gesellschaft, wo ich jetzt zurückgekommen bin, nie wieder gefunden. War Ihnen in dieser Zeit unter denen, die Sie da als enge Freunde bezeichnen, überhaupt klar, dass Sie was Unrechtes tun? Oder haben Sie sich wie im Vakuum gefühlt? Also grundsätzlich sage ich, ich bin für meine Taten selbst verantwortlich. Also mich hat keiner animiert oder sowas. Aber ich habe natürlich in einer Subkultur gelebt, wo ich natürlich halt auch an allem, was ich gemacht habe, ich habe auch sehr extrem immer gelebt, wo ich natürlich Anerkennung haben möchte. Wenn wir zurückzuführen, die Anerkennung von meinem Vater nie vollends gekriegt. Das ist einfach so. Das ist habe ich heute aber auch im Alter erst verstanden, wo das aber herrührt. Aber ja, ich habe natürlich dieses Rechts- und Unrechtsempfinden, das war bei mir nicht mehr so vorhanden in dieser Phase, weil der Staat hat mich ja im Stich gelassen. Ja, also ich wurde fallen gelassen. Und ich habe dann in einer neuen Welt gelebt, wo es ganz klare Regeln gab und Gesetze gab, an die man sich gehalten hat. Ansonsten gab es dann halt eine Konsequenz halt, ne, für einen Fehltritt. Und das war halt, für mich war das diese Welt, ich habe gedacht, ich lebe da autark, ja, und bin justiziell dann irgendwie nicht zu belangen irgendwie. Also das ist, ich war halt in dem Moment, denke ich mal, nicht hundertprozentig klar für mich. Ja, also, aber ich möchte nicht sagen, dass ich angeleitet wurde oder sonst irgendwie. Das ist meine Entscheidung gewesen, wie ich lebe. Das war eine Rebellion. So. 2002 war dieses Leben aber zu Ende. Da wurden Sie verhaftet. Ja. Und dann haben Sie in der Untersuchungshaft auch erfahren, dass die Polizei viel mehr wusste, als Sie dachten. Die wussten genau, was Sie auf dem Kerbholz hatten. Was hat das dann ausgelöst? Sind Sie da ins Nachdenken gekommen? Haben Sie da andere Gedanken über Recht und Unrecht langsam entwickelt in der Trennung von... Also nicht in der ersten Nacht. Okay, ja. In der U-Haft. Es hat schon ein bisschen gedauert. Dieser Prozess, der war wirklich langjährig. Natürlich war ich erstmal der gesagt hat, was wollt ihr von mir? Und mein Anwalt holt mich schon wieder raus. Und dann ruft man an und dann kommt der Top-Anwalt angeflogen. Und hat ja auch immer alles so funktioniert. Wieso Top-Anwalt? Bitte? Wieso Top-Anwalt? Erzähl mal. Ja, also wir konnten uns immer gute Anwälte leisten halt. So. Alles klar. Und deswegen, also es macht schon einen Unterschied, ob man einen Pflichtverteidiger hat oder ob man den, ja, natürlich den medial bekannten Anwalt hat. Auf jeden Fall war das dann halt, ja, die Erkenntnis natürlich, also wo die erste Mal, ich bin ja gleich in Isolationshaft gekommen. Das war ja halt wegen Flucht und Verdunklungsgefahr. Der Umfang wurde uns ja gar nicht so bewusst, was die eigentlich wissen. Ne? Also ich wurde ja mit einem Spezialeinsatzkommando verhaftet, also richtig mit Blendgranaten und mit Sack über den Kopf und so wie man sie das im Film kennt. Aber wenn Sie sagen, es war eine Ehrlichkeit da, wie Sie sie nie erlebt haben, was genau haben Sie denn dann begonnen zu hinterfragen? Ich habe in dieser Isolationshaft gesessen. Also es ist psychologisch erwiesen halt, dass nach einer Woche Isolationshaft das Kurzzeitgedächtnis aufhört zu arbeiten. Ja, also das heißt, man kann sich auf nichts mehr, man hat keine Impulse mehr. Man kann den Tag nicht manifestieren an irgendwelchen Momenten. Das ist eine Form von Folter, weiße Folter. Auf jeden Fall. Ist auch stark umstritten und es wird ja immer ganz... Umstritten ist nett, ja. Ja, ja, genau. Ja, es ist wirklich, relativ klar, ja. Bei mir wurde es halt angewandt, halt, um mich dann halt dann doch weich zu kochen, halt, ne, um was auszusagen. Also für mich war das eine ganz schlimme Zeit, aber heute sehe ich darin meine Wiedergeburt, weil ich habe da gesessen und dachte mir, ich höre auf, richtig klar zu denken, ich muss irgendwas tun. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Das hat natürlich einen Nebeneffekt gehabt. Ich habe natürlich Politik, Philosophie, ich habe alles Mögliche reingeschlungen. Und hat sich natürlich meine Rhetorik verbessert. Natürlich mein Vokabular, mein Allgemeinwissen. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie einfach das ist,
wenn man ganz klar sagen kann, was man denkt, was man fühlt und was man will und das wirklich ganz klar deutlich machen kann, dann minimiert das auch die Möglichkeit auf eine Eskalation. Weil die meisten Eskalationen durch Missverständnisse entstehen. Ja, und in meiner Welt waren die auch sehr schnell da. Sie sind zu 9,5 Jahren verurteilt worden, sind dann nach 6,5 Jahren oder sechs Jahren? 6 Jahren, 10 Monate. 6 Jahren, 10 Monaten wegen guter Führung entlassen worden. Welche Rolle haben andere Personen, Ihre Frau und andere gespielt, dass Sie nicht wieder zurück sind, sondern stabil jetzt in einem anderen Leben sind? Ja, meine Frau auf jeden Fall. Also das, was ich heute mache, auch beruflich, wo ich mich verwirklicht habe, meine Vision habe, anderen Menschen zu helfen. Und damit haben wir auch viel Erfolg. Das habe ich eigentlich also wirklich zu einem ganz großen Teil meiner Frau zu verdanken, die auch Gott sei Dank die administrativen Sachen im Hintergrund macht, weil ich bin kein Freund vom Computer. Also ich bin immer froh, dass sie mir da hilft, wenn ich mal sage, ja, ich schicke Ihnen eine E-Mail. Schatz, machst du das mal? Sie hat mich unterstützt, das alles. Und sie studiert sogar noch, macht das zweite Studium, soziale Arbeit, um das noch mehr zu fundieren, was wir machen. Und also das muss ich wirklich sagen, also meine Frau steht da ganz, ganz oben. Die kommt aus einer gut bürgerlichen Familie, auch natürlich so einen Typen wie mich anzuschleppen. Das war, der Vater hat vorher gesagt, ich will ihn hier gar nicht sehen. Wenn der dir irgendwas antut, was soll ich denn da machen als Vater? Ja? Und das waren natürlich auch begründete Vorurteile, die, oder nachvollziehbare Vorurteile, die man erstmal verstehen kann. Aber wir waren im ersten Mal da und seitdem sind wir beide so. Und das ist also eine ganz tolle Entwicklung, die da entstanden ist und Momente halt, die ich hatte, auch von Menschen, die dann mir die Chance gelassen haben, mich neu zu zeigen halt. Ne? Und es ist ein langer Weg, wir komprimieren das so, wir reden hier über Jahre. Ne? Ja, Sie arbeiten ja heute auch als Anti-Gewalt-Trainer, machen Präventionsarbeit an Brennpunktschulen. Was geben Sie den jungen Leuten denn damit auf dem Weg? Also die vielleicht in der Tendenz da landen könnten, wo Sie partiell, also über einen Zeitraum gelandet sind. Naja, erstmal ist es wirklich so, das Problem ist so, der singende und tanzende Pädagoge ist langsam abgedroschen. Ja? Und die Jugendlichen und, oder auch unsere Gesellschaft... Gibt es die überhaupt noch? Ja, doch, die gibt es noch. Oh ja. Tanze deinen Namen. Ja, ist wirklich so. Aber das ist halt so, dass man heute den Jugendlichen auf Augenhöhe irgendwo begegnen muss. Und wenn ich an Brennpunktschulen bin und natürlich mit sozial Schwächeren zu tun habe oder aus Umfeldern kann, die auch nicht die Chance haben, irgendwo sich so zu entwickeln wie andere, dann bin ich natürlich eher derjenige, wo sie sich natürlich öffnen und auch die Brücke zulassen, die man denn da baut zu denen. Ich habe also eine ganz andere Präsenz, sage ich mal. Ja, und wirke wahrscheinlich auch ganz anders. Und dieses Zeitfenster nutze ich auch, um schnell eine Nähe aufzubauen. Brauchen wir Leute, die diese Erfahrung weitergeben? Ist das gut für die Gesellschaft, dann die einzubinden? Vor allem Leute wie Ante Lorenzo, der eben nicht sich hinhockt und bei den anderen Schuld sucht. Auch nicht bei den Hells Angels. Dann wird er auch nicht hier hocken. Ja, hier hocken die ganze Runde, es waren alles Menschen, die eine Leidenschaft haben, die sie auch im Griff haben. Also am wenigsten, am gefährlichsten lebt Kollege Altmann natürlich. Ja. Bei dem brennt gelegentlich das Bett, alle anderen haben im Griff, was sie... Aber also, wer hier sitzt, handelt so. Der schiebt nicht das, was passiert, an andere ab, sondern er fühlt sich verantwortlich für das. Was... Dann binden wir Sie noch mit ein zum Schluss. Haben Sie als Experte auch wilde Anteile in sich? Naja, also das Wildeste an mir ist Achtung. Meine wilde Ehe. Und das Gefährlichste, ich habe einen sehr gefährlich aussehenden Hund, der allerdings sehr harmlos ist. Ansonsten ist natürlich ein deutscher Professor etwas Gegenteil von wild und gefährlich, muss man einfach sehen. Jeder von Ihnen zu Hause kann jetzt auf jeden Fall entscheiden, wie viel Wildes er in seinem Leben zulässt. Wir sehen uns wieder in einer Woche in Ihrem Nachtcafé für heute. Vielen Dank an alle Gäste hier in der Runde. Tschüss und bis bald. Dankeschön. Danke.